Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Anno 1800. Und was kauft ein er? Funkelndes Juwel der Krone. Nun, kriegen wir da jetzt auch Geld? Wie kann man denn die Bilanz sehen? Wenn ich hier raufgehe? Nein. Verbrauchssteuer. Unterhalt. Arbeiter, Bauern, Gesamt. Aber wo sehe ich denn, was ich an Handel einnehme? Hier. Eine Handvoll Blüten. Na toll. Selbst gedruckt oder sowas, wa? Ich würde gerne wissen, was ich einnehme. Gesamtkapazität 120, Status, Trefferpunkte, okay. Das ist wahrscheinlich, wenn sie uns kaputt machen, das Ding, wa? So, ist unser Boot denn hier schon an der Insel? Genau. Admiral auf der Brücke! Admiralo auf Brücke und ich habe schon wieder WADS genommen. So. Dich will ich bauen. Kontor bauen. Ach, das kostet richtig Kohle und Stahl. Okay. Aha! Du bist gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Warum? Du bist gar nicht hier, das ist mein Land. Blöder Vogel. Ja, jetzt werden wir mal erstmal testen, wie das ist hier überhaupt mit, mit unseren Arbeitern. Das würde mich nämlich erstmal interessieren, wenn ich jetzt hier einfach nur mal so ihn hinsetze. Ah, wir brauchen hier denn auch Bauern. Okay. Also wir kommen nicht drumherum Bauern zu bauen. Dann bleibt uns ja hier auch nur einen Marktplatz zu machen, wa? Sollten wir vielleicht sehen, dass wir hier nur Leute mit Bauern machen, aber das geht ja auch nicht. Wenn wir Eisen produzieren und so, da brauchen wir bestimmt wieder Arbeiter. Ist ja doof. Musste man das in den anderen Anteilen auch? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da konnte ich auch ohne Arbeiter sein, oder? Gute Frage. So, machen wir hier erstmal ein Sägewerk hin. Gut, 7 Bauern fehlen noch, aber ich denke mal, die werden sich noch da vermehren. Aber wir haben erstmal hier die Insel unter Kontrolle. Alles super. Hier haben wir noch viel mehr Bauplatz für eine große Stadt als da bei uns. Nur mal so nebenbei. So, können wir denn noch mal was aufwerten? Ach ja, die wollen alle aufgewertet werden. Guck mal hier. Nein, du nicht. Spielstand gespeichert. So, ist gut, dass er gespeichert hat. So, wir hatten ganz viele Arbeiter. Was hat er denn hier? Mein Kumpel und ich haben... Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber Sie bedienen die ganzen Hebel. Jetzt hat Jimmy bald Geburtstag und das perfekte Geschenk wäre ein gerahmtes Bild vom Ort, der uns zusammengebracht hat. Na, der macht doch ein Bild, Mann. Meine Frau meinte, ich könnte sie ja mal fragen. Ja, hier, Foto gemacht. Mega. Von mir aus freigegeben. Nein, ist nicht freigegeben. Guck mal hier, so. Sieht doch viel schöner aus. Foto abschicken. Ach, der Zeitung. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, nicht schlecht, ne? Gelddruckmaschine, okay? Ja, sieht alles sehr gut aus. Kannst du so veröffentlichen, du bist der Beste. Kompromissloser Journalismus. Ja, als ob ich mich da einmischen würde oder sowas. Nee, nee. Nicht übel, Boss, wirklich. Was hat er mir jetzt geschenkt? Nugget ich lese in dir wie in einem Buch.
Das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich hoffe, eines Tages wie Sie den meinen frohe Kunde bringen zu können. Ja, aber so einfach ist es nicht. So, wir brauchen eine Schule. Sie haben an Einfluss verloren. Wieso? Alter, ich war cool. So, wir brauchen Seife und wir brauchen Brot. Aber ich weiß gar nicht, ob wir hier Korn anpflanzen können. Getreidefarm. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Wir können hier anpflanzen. Zu Hause warten eh nur hungrige Mäuler auf mich. Wir können Getreide anpflanzen, sehe ich gerade. Das sollten wir doch machen, oder? Komm, wir machen uns hier jetzt erstmal einen Weg hoch und dann werden wir Getreide anpflanzen. Gehört dieses Land Ihrer Königin oder darf ich? Oder darf ich was? Klar, dass du meine Königin sein. Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians, des mächtigen Himmels. Achso, die hat mich jetzt gefragt, ob sie da die Insel nehmen darf, oder? So, wir kümmern uns jetzt erstmal um Brot. Da ich wieder überhaupt nicht weiß, wie viele Grundstücke die brauchen und wie groß, fangen wir erstmal so an. 144. Passt wahrscheinlich null. So. So. Oh, da war genau 154. Ist auch wieder so überlappend, wa? Naja, komm. Was sollen wir da machen? Wir machen gleich zwei. Ich würde sagen, machen wir auch wieder einen Abstand. So, dass das gleich aussieht. Wir haben ja genug Bauern. Nein, Quatsch. Wir wollen ja erstmal hier Felder machen. Zack. So. So, nein, so, wa? Ja, so sieht es gleich aus. So, dann brauchen wir eine Mühle. Die würde ich dann schon gerne hier gleich hinstellen, ne? Oh, wir haben Steine genug, wa? Und eine Bäckerei, die muss dann wahrscheinlich... Muss die auch hier sein oder oben? Dass sie da Brot kaufen können. Ist ja auch wieder so eine Frage, wa? Produziert Brot. Ich denke mal, die können wir hier einfach mit hinknallen, wa? Denn haben wir nicht genug Arbeiter gerade. Ach man, Bauern, ey. Ja, machen wir hier noch ein paar Bauernhäuschen hin. Sag mal, die ziehen ja hier ein wie sonst was, ne? Die fühlen sich ja hier wohl bei uns. Ist ja hier das schönste Zuhause, was es gibt. Wer möchte nicht im 19. Jahrhundert leben, ne? Obwohl, so als einfacher Arbeiter stelle ich mir das ziemlich schwer vor. Glaubt, mit keinem möchte ich da tauschen. Mit keinem. So, kein Lager. Das habe ich mir fast gedacht. Deswegen wollte ich hier normalerweise eins hinsetzen. Vielleicht so? Vielleicht so. Spielstand gespeichert. Und dann könnten wir hier so schön einmal rumgehen. Huch. Können wir nicht, weil der wieder hier komisch baut. So. Dann könnten wir den da anschließen. So. Dann kann er nämlich hier auch noch abholen. Und das Schöne ist, hier sind die Straßen geschlossen, dann laufen die auch nicht hin und her und alles ist super. So, er braucht jetzt im Grunde fehlende Waren. Mir fehlen die Rohstoffe. Dann kauft dir welche, Mensch. So, wie sieht er aus? Er hat auch kein Getreide. Naja, werden die schon hier produzieren genug, wa? Dann werden wir sehen, ob wir noch eine Mühle brauchen oder noch einen Bäcker. Werden wir erstmal gucken, denn. Wer bist du? Achso. Entschuldigung, dass ich frage. Mich würde trotzdem immer noch interessieren, ob die unsere Waren überhaupt kaufen. Also Platz haben wir mittlerweile wieder genug, wa? Ich würde Fisch mal wieder ein bisschen hochsetzen. Ich würde sagen... Ja, komm. Essen sollten wir vielleicht genug da haben, ne?
Bretter bei 50, warum ist das tiefer? Wahrscheinlich, weil wir selber verbraucht haben. Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Nein, ich brauch die. Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe? Du sollst sie nicht nehmen. Ist meins und damit ist gut. Und wenn es dir nicht gefällt, dann frag doch nicht. Ja, wer fragt, hat meistens eine Arschkarte. So, eine schöne Straße, finde ich sehr schön. Wir haben ja ein bisschen Geld, wa? Ich würde da draußen eine schöne Allee machen wollen. So, vielleicht alle zwei. Wahrscheinlich kommen wir da hinten nicht richtig an, aber... Ey, eine schöne Allee, das ist aber super mäßig, oder? Oh, wir kommen sogar ganz genau da an. Ach, kann man machen, oder? Und wenn wir jetzt dazwischen immer noch ein bisschen Gras machen. So. Haben wir da einen schönen Grünstreifen. Finde ich schön. Würde fast besser aussehen, wenn wir da hinten auch noch grün machen. Aber das wird dann zu teuer. Aber hier an der Mühle kann man noch was Schönes machen. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Falls es euch erlaube, ich bin euer Landvogt. So. Gut, das kleine Gebüsch, das ist irgendwie von... Arsch. Egal. So, aber könnten wir hier vielleicht auf die Seite auch machen. War so schön hier einmal ein Apfelbaum, noch einen Brunnen hier hin. Das soll ja am Ende auch schön aussehen. Hier eine kleine Straße noch ran. Drei oder vier Scheffel. Ich weiß es wirklich nicht. Und wenn du fünf machst. So. Schön. Mischen hier, so, da, so. Und hier machen wir noch einen Brunnen hin, würde ich sagen. Damit ein bisschen Abwechslung da ist. Das soll ja am Ende schön sein. So, Seife. Was brauchen wir denn für Seife? Schweine. Ha, Schweine haben wir nicht so viele, wa? Da haben wir gespart, oder? Ja, Schweine ist nicht so dolle. Wir brauchen also noch Schweinchen, ja? Dann sollten wir vielleicht noch Schweinchen bauen, oder? Und vielleicht ein bisschen Seife zu produzieren? Da sind Schlaglöcher, passt also auf! Ach Mist, hier, den haben wir natürlich eingesetzt, das können wir hier nicht mehr machen. Ah, blöd, blöd. Das finde ich nicht so schön. Grunz, Grunz, ich finde ihn süß. Wir sind drei davor, oder? Zwei? Zwei, ne? Na, im Grunde drei. Kann man den jetzt daran machen? Spielstand gespeichert. Haut das hin? Haben wir die jetzt so? Fünfe, wa? Ja, passt auch wieder nicht so, wie ich es haben will. Da wollte ich dich nun überhaupt nicht hinhaben, ne? Aber überhaupt nicht. Ich will den hier wieder gedreht haben und der dreht sich wieder an dich. So. Dann gucken wir mal, wie sich die Schweinepopulation entwickelt. Ob wir da ein bisschen Plus machen. So. Und ich sehe gerade, wir hätten noch einen höher gehen können, dann hätten wir da keine Ritze gehabt. Mit der Allee finde ich schon schön. Wäre natürlich noch besser gewesen, wenn wir die Seite auch mit einer... mit dem Weg hätten, ne? Naja, beim nächsten Mal. Vielleicht können wir das hier hoch machen. So, wie sieht's denn aus hier? Er braucht immer noch Seife und Schulen braucht er noch. Kriegen wir aber auch erst ab 750 Arbeitern.
Mann, wir könnten hier produzieren und haben hier alles. Aber wir könnten uns mal um Eisen kümmern, wa? Eisenmine und Kohlerei. Produziert Kohle, ne? Aber wir können noch nicht hier hinten die Steinkohle abbauen, ne? Da bräuchten wir Eisen. Er produziert Eisen, oder? Achso, das ist wieder was anderes und wir könnten ein Stahlwerk machen. Okay. Und hier bräuchten wir nur Eisen. Was hatten wir hier? Hier war Öl. Eisen hatten wir hier drüben, ne? Eisenvorkommen und Eisenvorkommen. Machen wir mal eine Eisenmine hier hin. Einfach mal so zum Spaß. So, dann werden wir mal den Weg hier weiter hochziehen. Vielleicht so. Dann können wir da mal rangehen. Haben wir schon mal eine Eisenmine da, ne? So, wir haben ja gerade so viele Arbeiter. Können wir ja auch mal was machen. So, Kohlerei. Könnten wir auch hier so... Achso, da ist gleich wieder die andere Eisenmine. Machen wir sie hier hin, wa? Da stört sie am wenigsten, würde ich sagen. Ist da gerade jemand mit Kanonen irgendwie? So. Und dann brauchen wir ihn noch. Und ich vermute mal, Umweltverschmutzung gibt es nicht, wa? Ist alt gut. Und dann würde ich hier nochmal ein Stahlwerk hinmachen. Aber dafür brauchen wir wesentlich mehr Arbeiter, sehe ich gerade. 200 Arbeiter brauchen wir. Alter Vater. So, was macht denn die Kohlerei? Gucken wir uns erstmal an, was die hier so machen, wa? Ja, da ist ein Stück Kohle drin, ne? Da werde ich mal die Schippe rausholen und über meine Schulter die Kohle schmeißen. Weil das macht Sinn, ne? Okay. Wirf das in den Hochofen. Du hast noch gar nichts, um da reinzuschmeißen, Junge. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Ach so. Wo sind wir denn hier? Hier ist ein... Ah, passt nicht da drin. Das hätte so schön... Hätte so schön ausgesehen. Und hier klauen wir ihn im Grunde was und... Ja, komm, mach mal dahin. Sieht zwar jetzt ein bisschen gedrückt aus, aber ist schon okay. Denke mal, das geht hier. Kann man machen. Und es ist laut da. Laut ist das da. Oh ja, da rauchen die Schornsteine. Guckt das an. Erstaunlich, was man hier so alles findet. So, Eisenproduktion geht los und wir bräuchten auf jeden Fall mehr Arbeiter. Gucken wir mal, ob wir noch welche aufwerten können. Können wir sogar. Ja, hier richtig hoch. Mehr nicht? Schade. Ist schon schade. Schade. Gespeichert. Dankeschön, dass du das speicherst. Au, Fisch geht immer weiter runter, ne? Ich vermute mal, wir kommen nicht drum rum, nochmal so einen Fischer zu bauen. Ich würde dann den Weg hier weiterziehen. So, wa? Ah, das passt super. So. Und da probieren wir das jetzt mal mit der Allee aus. Nur mal ganz kurz so für den Spaß. Was sagt sie gleich, woher sie kommen? So, ich glaube, ich mache mal von der Seite. Dann sehe ich immer zwei Abstand. So. Und dazwischen ein bisschen Wiese. Das sieht doch viel schöner aus, wa? Überhaupt nicht übertrieben, ich weiß. Für einen Fischer. Der Fischer hat den schönsten Weg, den es gibt. Der freut sich jeden Tag, wenn er zur Arbeit geht. Ja, das ist doch hübsch. Da würde ich mich auch freuen, wenn ich zur Arbeit gehe. Ups. Mach mal weg. Ein wunderprächtiges Schiff.
Könnte man immer weiter bohren, wa? Na gut, wir müssen aber auch ein bisschen Geld sparen. So, Eisen läuft alles super. Das freut mich. Jetzt müssten wir ja dann noch Eisen hier auf Tasche haben. Ah ja, haben wir ein bisschen. Wie sieht es mit Schweinchen aus? Schweinchen steigt auch. Aber nicht so enorm, wie ich es gehofft habe. Ah, das machen wir noch. Vermute mal, wir werden noch eine Schweinefarm bauen müssen. Damit wir auch Seife bekommen. Das reicht jetzt gerade mal für die Wurst. Na gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann werden wir mal sehen, dass wir in der nächsten Folge die Seifenfabrik anfeuern und dass wir genug Arbeit erkriegen, dass wir das Stahlwerk bauen können. Ich denke mal, das ist eine ganz schöne Aufgabe, die wir haben. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bye bye.